Willkommen zurück zu The Executioner. So, dieses Riesending haben wir endlich auch blöd gemacht, diesen Höllenhund. Oder besser gesagt, jetzt wissen wir, was das ist. Das sind mehrere Psychiatrien, Psychiater, also Psychiatriepatienten in einem. Und ja, oder vielleicht auch nur einer. Mobius Direktive 07, die nächste Phase. Wir empfangen keine normale Werte der Ruvik-Entität mehr. Dennoch ist die Kontrolle des Stam über ihre Tochter weiter vorangeschritten. Da Ruvik als unmögliche Ursache nicht mehr in Frage kommt, weist alles darauf hin, dass das einzige verbliebene Testsubjekt im Stam die Ursache ist. Das letzte Testsubjekt sind Sie. Hatten Sie direkte Kontakt mit Ihrer Tochter? Okay. Übertragen Daten über Ihre Tochter, aber Ihr Aufenthaltsort im Keller des Anwesens kann nicht genau bestimmt werden. Oh. Ich bin mein eigener Feind, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das ist der Soldat. Krass. Echt geil. Jawoll. Aber hier drin ist nicht mehr. Da drin ist ganz bestimmt nicht mehr. Ja, Joseph, seht ihr, ist nicht mehr drin. Joseph ist weg. Aber da ist noch seine Brille. Krass, geil gemacht, echt. 207. Der Zwilling. Geil. Da ist meine Tochter. Was möchte sie? Die zeigt mir zwar. Da ist auf jeden Fall wieder ein Objekt, das wir brauchen. Aber ich bin neugierig. Krass. Ne, das ist der Soldat. Das andere war der Mörder. Das ist der Soldat. Das ist der mit dem Raketenwerfer. Und das andere war der Sadist. Mit dem Raketenwerfer und das haben wir mit der Kettensäge. Das stinknormale Sadist, sag ich jetzt mal. CB210. Ah, das ist das Riesenviech. Der ist schon platt. Und 209. Tagebuch Tochter 13. Wo ist der Doktor hin? Alle sind fort. Was ist das? Das bin ich. Das bin ich. CB209. Ja, die Musik klingt natürlich erstmal gut. Oh, wir haben nichts zum Aufwerten. Ja, zum Speichern hätten wir hier was. Tagebuch der Tochter 14. Etwas kommt näher. Ich spüre es. Ich glaube, es ist vorbei. Es tut mir leid, Vater. Ich weiß, du hast es versucht. Das Einzige, was hier vorbeikommt, das bin ich. Speicherpunkt hätte ich hier. Aber keine Heilung. Mal gucken, ob hier irgendwo so ein Medipack liegt. Nichts. Kein Medipack. Okay, okay, okay. Frage, muss ich gegen mich als nächstes kämpfen? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es gleich vorbei ist. Also es sagt auf jeden Fall nur noch eine Direktive, also nur noch ein Gegner. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Nee. Da fehlen auch noch so einige, so viele Gegner fehlen noch. Der Wolf. Die Laura. Ich sehe sie mal in Farbe endlich. Ich muss sagen, es ist geil gemacht. Okay, die Kleine sieht aus wie Alice im Wunderland.
Es ist ein schwarzes Ich. Okay. Okay. Wir müssen gegen ein schwarzes Ich kämpfen. CB209. Ich bin die einzige Person, wo mich aufhalten kann. Geil. Mobius Direktive 08. Selbstvernichtung. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen wird dies der letzte Test sein. Ein einzelnes Subjekt hat dem Einfluss jeden Subjektes im Augenblick seines Todes an sich gerissen. Es ist unklar, ob es sich dabei um einen Aspekt ihrer psychischen Gestalt im Stem handelt oder um die elterliche Beziehung zu dem Mädchen. Das Subjekt, das sie besiegen müssen, sind sie selbst. Wenn sie wenigstens einen Teil der Erinnerung ihrer Tochter retten und sie aus dem Stem befreien wollen, müssen sie ihre eigene Verbindung trennen. Eliminieren sie den schwarzen Wächter. Ich habe keine Energie, aber ich muss den schwarzen Wächter eliminieren. Gut. Wird es jetzt auch ein gleicher... Wird es jetzt auch ein Fight mit... Oh, da ist... Ja, das kennen wir noch. Hier ist auch ein Schalter. Wo ist der? Ich glaube, hier müssen wir taktisch vorgehen. Ja, das trifft sich sehr gut. Wo ist das schwarze Ich? Wo bist du? Ja, komm. Was hat er denn da in der Hand? Das ist kein... Ja, krass. Der hat keinen Hammer. Was ist das jetzt? Okay, aber der schwarze Wächter ist noch nicht platt. Wo bist du? Das Gute ist, er ist langsam. Vernichte den schwarzen Wächter ein weiteres Mal. Okay, wenn ich wüsste, wo er ist. Da ist er, da ist er, da ist er. Hallo, Kollege. Komm schon. Ah, er läuft jetzt ja nicht mehr. Oh shit! Okay, ich habe ihn dann gleich ein zweites Mal vernichtet, glaube ich. Okay, aber alle guten Dinge sind 3, oder? Ja, seht ihr? Alle guten Dinge sind verdammt nochmal 3. Erstmal weiterlaufen. Okay, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Das ist ein voller Samurai-Krieger, Mann. Jawohl. Ich finde den schwarzen Wächter. Möchte ich ja. Okay, aber... Ah, okay. Shit, ich bin platt. Ja, toll. Das muss mir jetzt einer erklären. Das muss mir jetzt einer erklären. Finde den schwarzen Wächter. Und wie soll ich den schwarzen Wächter finden? Ohne dass mich die Hände da erwischen, ich habe keinen Plan, keinen blassen Schimmer. Okay, mein Freund, komm. Mehr oder weniger weiß ich, wie ich das muss. Die ersten zwei Mal auf jeden Fall. Da ist meine Kleine. Ich kann noch ausweichen. Oh
Okay, gut. Genug weiter gespielt hier. Okay, hier ist unser Kollege. So, wir können natürlich mit dem Dings vernichte den schwarzen Wächter. Erstmal hierher locken. Ja, das dauert ja wieder ewig und 3 Tage. Aber geil, dieses Schwert, was er hat. Da diese Machete oder was das ist. Geil, echt? Ich glaube, das wird unsere nächste Waffe. Ah, nee, nicht doch. Jetzt hat er uns getroffen. Gut, die zieht nicht viel ab, zum Glück nicht. Hallo. Okay, locken wir ihn einfach mal hier hin. Ich weiß, es dauert. Aber naja, was willst du machen? Jetzt habe ich ihn. Oder nicht. Gerade im richtigen Moment springt er natürlich rum. Das ist doch krass. Das ist doch echt geil gemacht, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Echt im richtigen Moment dann kommt er und dreht voll am Rad und zeigt seine Samurai-Attribute. So wie jetzt auch zum Beispiel. Ja, geil. Ja, ja, ja. Ach, fick dich. Sag ich dir. Weißt du was? Hier musst du entlang kommen. Ja, es könnte auch sein, er überrascht mich von der anderen Seite. Nee, warte. Sowas macht er nicht. Nee, sowas macht er nicht. Er zeigt nur seine scheiß Samurai-Attribute, gerade wenn er es nicht zeigen muss. Dieser blöde Bixer. Okay. Aber jetzt kann es sich nochmal machen. Hoffe ich doch mal. Komm. Jetzt habe ich ihn. Das erste Mal. Ja, das war jetzt eine Scheißgeburt, Mann. Das war nur einmal. Und ich muss noch zweimal muss ich das machen. Oh ja. Ich wusste nicht, dass Selbstmord so schwierig sein kann. So. Ich dachte beim zweiten Mal, erst kann er solche Attacken machen. Aber dem ist nicht so. Nein, da kann sie schon beim ersten Mal solche Samurai attacken. Na komm, wo bist du? Ja. Vernichten Sie den schwarzen Wächter ein zweites Mal. Möchte ich. Wenn ich ihn finden würde. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist ein bisschen scheiße, so hier. Okay. Ja, lass ihn kommen. Komm, mein Freund. Jo. Ha, blöd, Mann. Okay. Ich glaube, diesmal habe ich ihn. Nicht. Ne, ich habe mich diesmal selber zerschossen. Also, es war mir klar, dass man bestimmt sowas machen könnte. Was mache ich? Nee. So laufe ich doch gerade wieder zurück, oder? Ganz bestimmt laufe ich da wieder zurück, so, oder? Nee, nicht. Okay, ich dachte schon. Also, dass man das machen kann, war mir schon klar. Aber wer ist so blöd und macht das? Außer natürlich Redbeard. Der tut das. Der blockiert sich halt selber. Statt ihn reinzulocken, irgendwie, dann macht er sich selber platt. Komm, mein Freund. Komm. Weißt du was? Komm hierher. Vernichte den schwarzen Wächter. Das erste Mal, warum nicht gleich so? Fang an.
Irgendwie war gerade das erste Mal so ein bisschen, ja, die Drecksau. Aber somit vernichte ich mich doch gerade wirklich selber. Was passiert denn, wenn ich mich dann komplett selber vernichtet habe? Ich bin schon neugierig. Ich bin neugierig, sag ich ehrlich. Wo ist der? Also so direkt angreifen ist nicht bei diesem schwarzen Wächter, denn der ist 10-mal stärker wie wir. Er holt 2-3-mal aus mit der Machete, was er, so einem Riesenschwert, was er da hat. Und dann ist vorbei. Natürlich, ich muss ihn in die Falle locken. Es geht nicht anders. Okay, gut. Gut, okay. Ich habe auch so mal Platz gemacht. Aber naja. Wo ist der? Hallo. Übrigens, dieses Zeichen gibt es doch schon in Resident Evil 4, oder? Ja, jetzt. Gut. Ey, ist doch gut jetzt mal, ey. Mann. Verrück dich mal, Kollege hier. Was ist los mit dir? Sobald er mich sieht, dreht er gleich am Rad mit seinen Samurai-Attributen. Und sonst, ja. Wie soll ich ihn da in die Falle locken? Sag mal, sag mir das. Das erklärst du mir mal. Erklär mir das mal, bitte. Wie zur Hölle soll ich ihn da in die Falle locken? Wie? Jedes Mal, wenn er mich sieht, gleich am Rad dreht. Naja. Das dauert jetzt nur 1001 Nacht hier. Oder. Ja, komm. Ich logge jetzt einfach mal hier hin. Ja. Das Geile ist, ich muss ihn ja da reinlocken. Es geht nicht anders. Komm, jetzt Samurai-Move. Samurai-Move. Vernichte den Tresor mit der Deckenfalle. Ah, okay. So geht es natürlich auch. Warum nicht von Anfang an so? Das hätte ich mir sparen können, echt. Okay, und jetzt muss ich erstmal von den Händen abhauen wahrscheinlich. Das ging vorhin so schnell. So schnell ging das. Aber okay. Was soll ich sagen? So, egal wo jetzt diese scheiß Hände sind, wir laufen in die gegengesetzte Richtung. Finde den schwarzen Wächter. Ja, wo ist dieser schwarze Wächter? Ja, bitte. Bisschen genauer aus. Finde den schwarzen Wächter. Einfach. Ich hasse sowas. Echt, ich kann sowas echt nicht. Wenn man wirklich einfach nur findet den schwarzen Wächter und wenn dich aber diese Hände erwischen, bist du platt. Bist du platt einfach. Bist du einfach platt? So, hier nichts, hier nichts. Na gut, versuchen wir es nochmal. Oh, wie ich sehe. Ja, war es das schon wieder erstmal. Wir versuchen es noch einmal. Einmal versuchen wir das natürlich noch. Und zwar hier kommt das erste Mal.
diese Drecksau. Das erste Mal ist er hier. Bitte nicht gleich mit den Samurai-Attributen. Ja, okay, das erste Mal hätten wir ihn. Also das Krasse ist ja, bei diesen Händen, auch wenn man volle Energie hat und die hinterwischen einen, ist man platt. Leichte Kopfschmerzen. Ja, das, genau das meine ich so. Mit einem Quadratschädel bleibt er überall hängen und kommt nirgendwo durch. Wo ist der scheiß Tresorkopf hier? Ja, ich renne jetzt schon zum 28. Mal im Kreis. Blöder Wichser. Na komm schon, jetzt mit deinen... Ich hasse es, wenn er so langsam läuft. Wo ist er? Gib mir deinen Schädel hier. Haben wir das zweite Mal platt gemacht und jetzt finde den schwarzen Wächter. Ich soll ihn finden, nicht mal platt machen. Ich muss ihn einfach nur finden. Aber wo soll ich ihn finden? Vor allem ist ja immer noch diese Panik, dass wenn dich dieses Ding da erwischt, bist du platt. Energie, da ist unsere Energie. Aber wir sind jetzt schon wieder wo ganz anders. Irgendwie scheint es wie so ein Labyrinth zu sein. Sackgasse hier, Sackgasse überall, Sackgassen. Nur Sackgassen. Finde den schwarzen Wächter. Platt. Ja gut, ich mache das jetzt mal gerade hier. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich habe echt keinen Plan, echt keinen Schimmer, was hier eigentlich geht. Aber wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video, Leute. Okay, also haut rein, bis zum nächsten Mal.